Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer Online-Arena. Ja, es freut uns ganz besonders, Ihnen 16 Themen in den nächsten 3 Monaten zu präsentieren. Es geht um Workflows, User Reports und auch um Softwareentwicklungen. Ja, und unser erstes Thema geht uns einen Erfahrungsbericht, 5 Jahre Big BIM vom Inselspital Bern über den Baubereich 12 von Archipel. Und ich darf im Studio begrüßen Diogo Bastos von Archipel. Hallo zusammen, danke für die Einladung auch. Ja, gerne, schön seid ihr da. Und Christoph Fraes. Ja, guten Morgen miteinander. Und Dominik Blaser. Guten Morgen miteinander. Ja, Sie freuen sich über Ihre Fragen, die Sie jetzt dann während dem Livestream stellen können. Und wir beginnen gleich mit dem Thema und wechseln in den Präsentationsmodus. Archipel ist ein Generalplaner. Wir haben uns darauf spezialisiert, komplexe Bauten im Hochbau zu planen und zu realisieren. So zum Beispiel das Baufeld 12, das neue Hauptgebäude für das Inselspital in Bern. Bei diesem komplexen Bauwerk mit den vielen Beteiligten, der schieren Größe, war es den Bauherren und uns von Anfang an klar, dass wir nur mit Methoden der Lean Construction so ein Projekt realisieren können. Und dazu zählt zum Beispiel BIM, also die Methode, digital zu planen, sich digital abzustimmen. Und das war uns von Anfang an klar, dass das essentiell ist, um dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Das Webbezugsprojekt hat von Anfang an als BIM-Projekt gestartet. Nach einem Jahr, nach der Findungsphase, hat man bemerkt, man bräuchte neue Ansätze, um BIM richtig und korrekt zu implementieren im Projekt. Man hat dann einen Change-Prozess gestartet, modelliert und mit 2 Hauptzielen. Zum einen BIM im Projekt richtig zu implementieren und das Know-how bei Archipel aufzubauen. Als Change-Prozess haben wir ein Reifegradsmodell ausgewählt mit 3 Hauptvektoren: Prozesse, Richtlinien und Technologie. Unter Technologie haben wir erkannt, wir brauchten Standardmethoden, um Software richtig zu evaluieren, auszuwählen und implementieren. Für Modellierung nutzen wir Archicad, auch für QS und Durchbruchsplanung. Für die Koordination nutzen wir Solibris sowie auch für QS. Und wir nutzen auch BCF Live Connector, um Solibris mit den verschiedenen BCF-Plattformen zu verbinden. Für die Visualisierung nutzen wir die Schnittstelle zwischen Archicad und Twinmotion. Wir können damit 3D-Simulationen erstellen und mit unseren Kunden viel besser und klarer kommunizieren. Für die Bauleitung erstellen wir die BIMX-Modelle, wo wir alle Fachgewerke zusammenbringen in ein Hypermodell. Und wir können somit die Baustelle viel besser unterstützen. Wie gesagt, unser Change-Prozess wird auf ein Reifegradsmodell aufgebaut. Da haben wir Steps definiert, wir haben Reifegrads-Ebenen definiert und die Steps dazu auch definiert. Da hatten wir dann 3 Hauptvektoren im Hintergrund als Framework: Richtlinien, Prozesse und Technologie. Im Rahmen von Technologie haben wir auch im Detail, wenn man es im Detail anschaut, haben wir Netzwerk, Hardware und Software unterschieden. Im Software haben wir dann auch CAD, das heißt dann Autorensoftware, und dann haben wir auch die 3D-Analyse oder 3D-Koordinationssoftware angeschaut. Im Bereich Planung oder Autorensoftware hatten wir als Ausgangslage Vectorworks. Wir sind dann an eine Grenze angekommen, und was Output geht vor allem, auch Zusammenarbeit, Teamwork war nicht so optimal. Wir haben dann Archicad evaluiert und uns entschieden, auf Archicad zu wechseln. Das haben wir geplant mit den entsprechenden Schulungen, Richtlinien und Verantwortliche auch definiert. Parallel dazu haben wir auch die Thematik Koordination dann geplant. Wir hatten schon am Anfang Solibri im Ansatz für Kollisionsprüfung auch, aber noch nicht so gut geregelt, um was Richtlinien geht und Prozesse geht.
Wir haben dann bewusst externe Beratung geholt. Wir haben eine Firma aus Deutschland geholt. Sie haben dann die 3D-Koordination übernommen. Mit der Abmachung, dass ein Know-how-Transfer da stattfinden wird. Das heißt, sie würden es bei uns aufbauen und wir würden es mitentwickeln und auch lernen. Als Fernziel hatten wir dann schon Solibri als favorite Lösung. Wir hatten Solibri parallel zu Navisworks von dieser externen Firma am Laufen für QS, weil es immer noch besser war und wir es selber gemacht haben. Und dann haben wir irgendwann aus unseren BAP- und Kollisionsprüfungshandbüchern die Prüfmatrix erstellt, das in den Regelsets von Solibri umgesetzt und auch die entsprechende Schulung organisiert, Richtlinien. Und dann konnten wir in 2018 das Ganze selbstständig übernehmen, was wir immer noch machen und immer noch mit Solibri. Im Rahmen von dieser Software-Evaluation schauen wir immer das Ganze an, sehr holistisch. Das heißt, wir setzen alle Tools im Kontext vom Planungsprozess. Wir haben dann Anwendungsbereiche definiert, wir haben die Kategorien Kommunikation, Koordination, Management und so weiter definiert. Im Bereich Planung zum Beispiel haben wir Archicad und auch andere bekannte Konkurrenten evaluiert. Wir haben dann auch geschaut, was haben wir schon im Ansatz, was haben wir nicht. Das Gleiche haben wir für Koordination gemacht, wo wir Solibri im Vergleich zu anderen Software gesetzt haben und angeschaut haben. Und das, am Schluss kam doch daraus, dass wir auf Archicad wechseln sollten. Wir haben dann Archicad ausgewählt und wir sind dann bei Solibri geblieben, weil wir immer noch sehr zufrieden damit waren. Die Projektumsetzung hat in Phasen funktioniert. Wir haben zusammen mit der IDC AG die Implementierung gemacht. Und man sieht hier auf dem Zeitplan, dass die Umsetzung oder der Übergang ins Archicad während dem Bauprojekt stattgefunden hat. Wir haben drei Umstiegsszenarien gehabt, wobei man sich nachher entschieden hat, auf einen Aufbau in-house zu setzen. Das eigentlich, dass der Prozess intern bleibt und das Know-how auch bei uns intern ist. Dann ist dann weitergegangen, hat einen Projektleitfaden erstellt, sogenannte Modellierungsrichtlinie. In dieser Modellierungsrichtlinie sind alle Besonderheiten des Projekts definiert. Man hat den Aufbau und Struktur im CAD definiert, hat die Spezialitäten festgelegt, also wie ist Teamwork-Struktur, wie geht man um mit Hotlinks, wie geht man um mit Eigenschaften und Klassifizierungen und wie ist die Arbeitsweise hinsichtlich von der BIM-Modellierung. Als weiteren Schritt hat man eine Projekt-Master-Vorlage definiert für alle zukünftigen Archicad-Files. Dort drinnen hat man Favoriten erstellt, man hat die Eigenschaften definiert, man hat aber natürlich auch Layouts und Planköpfe mit der korrekten Beschriftung erstellt. Dann ist es eigentlich weitergegangen. Man hat die Mitarbeitenden geschult. Man hat eine Schulungsmatrix erstellt und geschaut, welche Kenntnisse sie vorhanden sind und welche Schulungen müssen damit die Mitarbeitenden noch haben. Man hat dann ein Mustergeschoss erstellt, wo man hat gewisse Tests gemacht und geschaut, wie sich das Modell verhält. Und aus den Erkenntnissen von den Modellierungen, die man dort gemacht hat, das Gesamtmodell erstellt. Das BB12 ist ein sehr grosses Projekt, also vielleicht eine gewisse Grössenordnung zu bekommen. Wir reden hier von über fast 3.500 Räumen, von praktisch 5.000 Türen, 590 Treppenelemente. Und da ist es wichtig, dass man das Projekt sehr gut organisiert. Wir haben Stand heute 16 aktive Teamwork-Projekte am Laufen. Jeweils fast eine Grösse von 16 GB, also das Leitmodell ist eines der grössten. Und das bedingt wirklich eine gute Struktur. Man sieht hier die Dateistruktur, wie dass wir die Modelle aufbauen. Im Zentrum haben wir das Leitmodell, das daraus aus dem IFC exportiert wird. Und aus dem IFC, oder aus dem Leitmodell, werden dann die einzelnen Files bestückt über Hotlinks. Und das bedingt eine sehr strukturierte Arbeitsweise, dass man die Übersicht behaltet.
Auf dem Datenserver werden nachher eigentlich die Plangrundlagen, die Erzeugnisse aus diesen verschiedenen Modellen abgelegt. Und zu Spitzenzeiten haben 15 bis 20 Leute im Leitmodell gleichzeitig geschafft. Das bedingt natürlich auch eine gute Serverinfrastruktur mit einer hohen Performance. Da haben wir gemerkt, dass wir im Sinn des Projekts das nicht dürfen vernachlässigen dürfen und haben darum unsere Server dementsprechend ausgerüstet. Am Anfang des Projekts hat man das IFC als Gesamtmodell exportiert. Mit dem Projekt Fortour hat man dann gemerkt, dass man die Datenmenge nicht mehr handeln kann und man hat dann auf einen geschossweisen Export umgestellt. Das hat eigentlich nachher auch im Koordinationsprozess entsprochen, wo man da geschossweise koordiniert hat. Ich zeige euch den Anwendungsfall modellbasierte Durchbruchsplanung. Und zwar läuft es so ab, dass wir ein IFC, bestehend aus Provision for Void, ins Archicad importieren und mit dem neuen Öffnungstool aus diesen Objekten Öffnungen im Archicad generieren. Um die Durchbrüche zu planen, also die modellbasierte Durchbruchsplanung, da hatte der Bauingenieur im Vorfeld schon die Durchbrüche im Rohbau freigegeben. Was noch offen war, waren die Durchbrüche im Ausbau. Und für die Gipswände brauchte der Trockenbau auf der Baustelle die Durchbrüche. Also welche Form hat der Durchbruch, welche Abmessung und wo ist es in der Wand. Um diese zu erstellen, haben wir als Architekten die Modelle, also ein IFC bekommen mit Provision for Void von den Fachplanern. Das haben wir ins Archicad importiert und konnten dann aus diesen IFCs oder Morphs am Ende Durchbrüche generieren. Jetzt habe ich hier ein Beispiel, das ist das Geschoss, ein Geschoss im BB12, nur die Leichtbauwände eingeblendet. Allein hier sind es circa 1000 Durchbrüche, also Provision for Voids, noch keine Durchbrüche, die werden wir jetzt noch erstellen. Um die zu erstellen, ich wähle alle Morphs gleichzeitig an. Das sind in diesem Fall jetzt 1026 Elemente. Und mit einem Knopfdruck kann ich aus diesen Elementen Öffnungen im Archicad generieren. Die Öffnungen sind generiert. Ich kann das Morph, oder das, was ich eingelesen hatte, ausblenden. So würden die Öffnungen jetzt im Trockenbau aussehen. Alle mit einem Knopfdruck erstellt. Gesamthaft wir gehen davon aus, dass es im Durchschnitt pro Geschoss 1000 sind, im gesamten Gebäude über 20.000. Wir planen das geschossweise und in hochkomplexen Geschossen wie dem OP-Geschoss sind es bis zu 1500 Durchbrüchen in Ausbauwänden. Wenn die Aussparungen gemacht sind, schicken wir dieses Modell, so wie es ist, an die Fachplaner zurück und bitten sie, eine Gegenprüfung zu machen, sodass wir nichts verpassen oder vielleicht etwas ändern. Wenn sie uns sagen, ja, diese Aussparung muss breiter werden oder es ist eine neue Leitung dazu gekommen und es braucht eine zusätzliche neue Aussparung. Wenn all diese Informationen zusammenkommen, geht es dann an die Erstellung der 2D-Pläne. Ein 2D-Plan würde dann so aussehen, dass wir einen Durchbruch haben, um die Durchbrüche alle gesamthaft oder gleichzeitig zu etikettieren, kann ich alle
Öffnungen gleichzeitig anwählen und ich kann dann über das über die Funktion ausgewählte Elemente etikettieren, alle gleichzeitig etikettieren. Im Etikett sieht man das Gewerk oder in diesem Fall, wenn es jetzt eine Brandschutzklappe ist, was auch zur Lüftung gehört, wird es gesondert dargestellt. Aber sonst geht es, sonst wird, steht im Etikett das Gewerk oder eine Kombination von Gewerken, je nach Öffnung, ob es ein konsolidierter Durchbruch ist, so wie hier, wo drei Gewerke durch einen Durchbruch gehen, haben wir das so gemacht, dass wir der Öffnung eine ID geben, bestehend aus den drei Gewerken. Für die Baustelle haben wir ein separates Modell erstellt, in dem das, was wir hier sehen, als Modul integriert ist, plus alle Fachgewerke als IFC. So würde so ein Modell aussehen, inklusive Fachmodelle. Dieses Koordinationsmodell wurde als BIMX auf die Baustelle gegeben. Das BIMX-Modell wird von unserer Bauleitung verwendet, die dann sehen kann, die Information der Wand, handelt es sich um eine Brandschutzwand oder nicht, welches Gewerk geht durch diese Öffnung. Es ist eine große Hilfe für die Bauleitung. Der Trockenbauer arbeitet hauptsächlich mit den 2D-Plänen. Im BIMX sieht es so aus. Im Moment haben wir, es ist nur ein Geschoss. Und so, dort kann der Bauleiter, die Bauleitung, kann eine Wand anklicken, die Infos der Wand sehen und sehen, was für eine Feuerwiderstand oder Brandschutzklasse die Wand hat. Die Bauleitung sieht sofort, welches Gewerk dort durchläuft. Das BIMX-Modell kommt sehr gut an bei der Bauleitung. Ja. Das ist eine große Hilfe, ein großer Zusatz zu den 2D-Plänen. Wir machen etwas Dreidimensionales und arbeiten immer noch mit Zweidimensionalen. Das passt nicht so ganz. Aber ein 3D-Modell kommt sehr gut an. Was ich hier noch zeigen möchte, ist, es geht auch um die Durchbrüche. Es geht um die Baubarkeit der Öffnungen. Wir haben die Rückmeldung vom Gipser von der Baustelle bekommen, dass es einen gewissen Mindestabstand zwischen zwei Öffnungen braucht. Und der Mindestabstand ist gegeben und ist 10 cm. Und diesen Wert habe ich genommen und habe im Solibri eine Regel geschrieben, dass nach Öffnungen sucht, die näher als 10 cm sind, weil die so nicht baubar sind. Wenn ich solche finde, kann ich dann über eine Pendenz erstellen und über den BCF Live Connector eine Zuweisung machen an die Fachplanung und kann sagen, diese Leitung ist zu nah an der Brandschutzklappe und wir brauchen mindestens 10 cm, die ist nicht gegeben. Bitte verschiebe deine Leitung um x cm nach rechts. So kann er die Leitung dann anpassen und so kann es dann auch wirklich gebaut werden. Diese Kollision kann man in der normalen Koordination nicht finden, weil es keine Kollision ist. Es gab keine Öffnung. Die Leitungen sind aneinander vorbeigegangen durch die Wand. Sie haben sich nicht geschnitten, es gab keine Kollision. Aber jetzt, wo sie noch einmal eine Art Öffnung um sich herum haben und die Öffnung mit einer anderen Öffnung kollidiert, kann man noch feiner koordinieren und baubar planen. Die Regel sieht, es ist eine ganz einfache Regel, die greift auf die ID der Öffnung im Archicad zu und ich sage, es soll 10 cm Abstand haben, Minimum, und wenn nicht, dann zeig.
das Fazit, wenn die Modelle endgültig oder baufrei hochgeladen sind und sich nichts mehr ändert, dann können wir dem GIPSA die genaue Position, also modellbasiert die genaue Position der Durchbrüche angeben. Und das ist da, wo die Leitung dann am Ende kommen wird. Und die Wand steht, bevor die Leitung gebaut wird. Das ist der Mehrwert. Vorher hat man wahrscheinlich um die Leitung herum gebaut und jetzt steht die Wand schon da. Und man spart Zeit. Wir haben Twinmotion gebraucht, um die Signaletik, die Außensignaletik mit der Bauherrschaft zusammen und mit dem Fachplaner zusammen zu koordinieren und anzuschauen auch. Es hat es viel einfacher gemacht und es kam sehr gut an bei der Bauherrschaft, dass man das so anschauen konnte, sogar mit der VR-Brille ins Gebäude gehen konnte und man konnte dann sehen, da sind die Schilder, komme ich dahin, wo ich will, wenn ich als Besucher ins Haus komme, wenn ich da vorne stehe, finde ich das, was ich suche. Und so haben wir die gesamte Signaletik im Haus koordiniert und auch die Außensignaletik, also die Logos zum Beispiel auf dem Dach, ich zeige das schnell. Auf dem Dach wird es Insellogos geben, wie es jetzt schon im Bestand gibt, an diesen Stellen. Und die Bauherrschaft war interessiert daran, wie wirkt dieses Logo von der Ferne. Wie wirkt es, wenn man in der Stadt ankommt? Dort hinten ist abstrakt der Bahnhof von Bern. Aber wenn man dort ankommt, wie sieht das Gebäude aus? Wie sieht es aus in der Nacht? Wie sieht es aus am Tag? Ist es hoch genug? Ist es groß genug? All das haben wir mit Twinmotion gut und schnell zeigen können. Und auch schnelle Visualisierungen waren machbar und wir konnten die Beleuchtung zum Beispiel am Eingang zeigen. So wird es aussehen am Abend oder in der Nacht. So wird es aussehen am Tag. Verschiedene Positionen mit der Bauerschaft abgemacht und wie das aussehen könnte. Dargestellt ist nur der Rohbau. Und was ich hier noch eingefügt habe, ist das IFC vom Lichtplaner. Wir können noch die Zeit ändern, damit es etwas heller ist. Bei nächsten Projekten würden wir das ähnlich angehen. Wir würden wieder den Fokus legen auf den Change-Prozess, würden die Ziele von Anfang an formulieren und dann zielgerichtet durch den Veränderungsprozess führen. Die Struktur, die wir im BB12 aufgebaut haben, übernehmen wir für weitere Projekte. Wir sind überzeugt, dass das der richtige Ansatz ist. Es braucht dazu aber Schulung der Mitarbeitenden. Es braucht eine Person, die das Modell managt und unterhaltet. Es braucht aber auch einen CAD-Leitfaden, wo alle Besonderheiten im Projekt festgehalten sind. Als Generalplaner sind uns die Qualität der geometrischen und alphanumerischen Daten sehr wichtig. Die Anwendungsfälle im Projekt bestimmen den Informationsgehalt. Schon eine Kollisionsprüfung braucht verlässliche Daten, die strukturiert und abgestimmt sind. Unser Ziel ist, möglichst viel von diesen Qualitätssicherungsprozessen zu automatisieren. Die Prüfcloud von Solibri bietet uns eine sehr gute Möglichkeit, das zu machen. Ein Planer kann sein IFC auf Cloud aufladen, kann es automatisiert prüfen, sei das mit Autorun von Solibri und Power Automate von Microsoft.
Er bekommt ein geprüftes Modell zurück und kann es überarbeiten. Nach 5 Jahren Big Beam kann man sagen, es gibt 3 maßgebende Punkte, die für die erfolgreiche Implementierung und Durchführung von BIM maßgebend sind. Solide BIM-Bestellung, Standardprozesse und Datenqualität. Und dann funktioniert es. Ja, willkommen zurück im Studio. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Sie können jetzt weiter Fragen stellen und wir beginnen gleich mit der Diskussion. Ja, Diogo, mich nimmt's noch Wunder, du warst ja von Anfang an dabei. Jetzt, was war für dich die größte Herausforderung vom Baubereich 12? Also, das Projekt ist komplex. Ich kann sagen, es gab mehrere im Kontext von Big Beam, von Beam to FM Aufträge bis zu 4D-Simulation. Wir hatten viele Herausforderungen. Aber in diesem Kontext muss ich sagen, beim Umstieg, der Zeitpunkt war eine Herausforderung. Wir haben uns 2-3 Monate vor Abgabebauprojekt entschieden, auf Archicad zu wechseln. Und die Planung und der Zeitdruck war nicht so zu unterschätzen. Aber am Schluss ging alles sehr, sehr gut. Wir waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Aber ein Team zu schulen, ein Modell parallel in einer anderen Software aufzubauen und gleichzeitig diesen Zeitdruck von Abgabebauprojekten, den Entscheidungsmatrix und so weiter am Hintergrund am Laufen, war sicherlich die Hauptherausforderung. Ja, wir haben ja gehört, ihr habt die Mitarbeiter dann ausgebildet oder wir haben ja verschiedene Schulungstage dann auch gemacht. Und jetzt nimmt mich noch Wunder, diese Aufteilung für die Mitarbeiter, wie seid ihr da umgegangen mit dieser Aufgabenverteilung zum Modellieren? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr dieses aufgeteilt unter den Mitarbeitern? Also es gab doch diese Planung, wo wir das Team ein bisschen aufgeteilt haben. Zuerst haben wir mit den Modellierungsrichtlinien angefangen, also was machen wir überhaupt und wie. Und dann haben wir ein kleines Kernteam geschult und sie haben dann die Vorlagedatei aufgebaut, sie haben ein Mustergeschoss, Rohbau aufgebaut, alle Werkzeugkasten, so Favoriten, alles, was das Team helfen könnte, dann in diese produktive Arbeit reinzugehen. Und dann haben wir parallel aus diesem Kernteam, das Muster aufgebaut hat, haben wir die anderen Mitarbeiter geschult, damit sie ready wären für die finale Strecke. Und am Schluss konnten wir wirklich einen Hardcut machen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir keine parallele Software hätten in Produktion. Das heißt, irgendein Stichtag haben wir gesagt, das war ein Monat vor der Abgabe, haben wir gesagt, jetzt Cut, es gibt nur Archicad. Aber es hat doch geklappt so, also in Staffel. Genau. Und wie du gesagt hast, das hat sich jetzt gelohnt in diesen, wenn nach 5 Jahren zurückblickt, hat sich da ja gelohnt, wie du gesagt hast, dieser Umstieg, dass ihr auch zum Ziel gekommen seid. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie die andere Software sich entwickelt haben, ist ja so in den 5 Jahren, aber für uns ist immer noch ein Output, was unser Fokus ist von Software, von Archicad, immer noch genau, was wir brauchen. So, von daher, ja, keine Frage. Genau, wenn wir jetzt über Mitarbeiter, Aufgabenverteilung sprechen, ist ja die Frage noch im Raum, ja, wie sieht es mit der Berechtigung aus? Wie seid ihr mit dem umgegangen? In diesem Leitmodell zum Beispiel, wir haben gehört, 15 bis 20 Leute sind da unterwegs im Modell. Wie seid ihr da mit den Berechtigungen umgegangen? Also kulturell bei der Firma lassen wir alles so offen wie möglich für alle, damit man auch Fehler machen kann. Wir haben auch Maßnahmen, falls etwas nicht so gut läuft, dass wir Backup oder etwas retten können und dass wir auch nachvollziehen können, was ist schiefgelaufen. Und dann können wir es auch repetieren und nicht wieder machen. Für eure Empfehlung, erinnere ich mich noch, war zuerst sehr eingeschränkt und dann Schritt für Schritt aufmachen. Also mehr Rechte geben. Das haben wir doch gemacht, aber wir
alle Mitarbeiter können mittlerweile fast alles in Modell machen, außer so eine Archicad-Version hochzufahren. So von daher würde ich sagen, alle machen alles, was wir lassen alles offen. Okay, ja gut, das ist ja eigentlich schön zu hören von dir, wie ihr das macht und organisiert habt. Das gibt ja verschiedene Philosophien, wie man das auch dann macht. Jetzt neue Mitarbeiter, wie sind die da dazugekommen? Wie sind die eingeschult worden und damit der Berechtigung auch? Also, wie gesagt, wir haben, also es sei denn, es ist wirklich ein Praktikant, hat wirklich keine Ahnung, lassen wir das doch ziemlich offen, also von Rolle im Teamwork-Projekt. Was wir machen, ist, wir schauen, dass, weil das Projekt so groß und komplex ist und auch nicht alle so viel BIM-Erfahrung haben, dass sie also gezielte Aufgaben, eingeschränkte Aufgaben bekommen, dann können sie sich ein bisschen einarbeiten, ein bisschen verstehen, wie das Ganze funktioniert und dann Schritt für Schritt andere, also umfangreiche Aufgaben bekommen. Aber von den Rechten im Software selber schränken wir nicht vieles ein. Okay. Ja gut, vielen Dank dir. Jetzt zu einer anderen Frage, Christoph. Und zwar, wie sieht es aus mit dieser Modellqualität? Wir haben gehört, die Leute werden eingeschult. Und jetzt, wie sieht es aus mit der Modellqualität? Wie prüft ihr das oder wie geht ihr mit dem um? Ja, also wir haben eine Qualitätssicherung, die auf mehreren Stufen funktioniert. Und das ist ja immer der Anwendungsfall, der den Output definiert. Also, und dann kommunizieren wir auch den Mitarbeitenden, das ist zum Beispiel der Elementplan oder auch die Modellierungsrichtlinie, wo spezielle Feinheiten drin sind. Und die erste Stufe des QS findet schon beim Modellierer statt. Dort hat der Modellierer eigentlich in der Software Archicad die Möglichkeit, seine Arbeit täglich zu prüfen, sei das über die grafische Beschreibung oder über Auswertungslisten. Wir haben dann auch im Vordauer des Projektes gewisse Leute auch in Solibri geschult, dass sie die Modelle direkt in Solibri überprüfen können und dort eben auch die regelbasierten Prüfungen benutzen können. Und dann ist natürlich eine weitere Stufe ist dann auf der Ebene Fachkoordination, also dass bei uns der BIM-Gesamtkoordinator die Modelle geprüft hat, die verschiedenen Teilmodelle. So haben wir das so ein bisschen mehrstufig gelöst. Okay, gut. Und dann eben auch mit dem Solibri gewisse Exporte dann gemacht und geprüft dann auch fürs Qualitätsmanagement. Genau, also im Solibri ist unser Werkzeug. Wir haben auch dort ausgehend von einer Prüfmatrix haben wir Regelsätze aufgebaut, die wir jetzt auch für die weiteren Projekte verwenden können und diese Struktur anpassen können. Genau. Mhm. Und wenn wir gerade jetzt Support ansprechen, wir haben die Qualität gehört, wie sieht es mit dem Support aus? Durfte da jeder dann anrufen auf die Hotline oder wurde das gebündelt? Diogo? Also ich kann sagen, wir haben sofort allen gesagt, Leute, wir sind Key-Members, Support ist da, einfach nutzen, das ist für alle zugänglich. Klar, wir machen ein bisschen eine Triage, also die, je nach Thema wird zuerst intern gefragt, kennt jemand eine Lösung oder weiß man wie? Und erst wenn es nicht geht, dann auf den Support. Mhm. Ja, dann Dominik, wie sieht es aus? Du bist ja eigentlich mehr oder weniger von Anfang auch dabei gewesen, sei es mit Coaching, wo wir bei Ihnen vor Ort gemacht haben, aber auch von der Begleitung her, wie hast du die 5 Jahre erlebt von unserer Seite? Also es war gerade zu Beginn auch für uns ein Stück weit ein Lernprozess, weil gerade im, ich sag jetzt mal, im täglichen Support, wenn halt dann eine Anfrage kam, ist nicht mehr einfach nur der Plan halt im Fokus, wo wir eine Lösung bringen können, dass es eben auf den Plänen funktioniert, sondern es musste eine Lösung gefunden werden, die im Modell funktioniert. Das hat dann eben teilweise hat auch dazu geführt, dass wir beispielsweise in einem Fall eine Tür anpassen mussten, damit sie eben so funktioniert, wie sie im Projekt verwendet wird. Oder wir haben gesehen, die Fassade hat diese spezielle Welle und die war jetzt Archipel sehr wichtig, dass sie eben zum Beispiel in 3D vorhanden ist oder auch in der Ansicht. Hat uns aber gewisse Geschwindigkeitsprobleme gebracht. Da haben wir dann ein GDL-Skript vorbereitet, das sie selbstständig weiterentwickeln konnten, wo man über die Modelldarstellung steuern kann, ob man die Fassade detailliert sehen will oder in einer einfachen Darstellung. Das war dann so der Bereich vom Spezialsupport, wenn man so will, wo ich mehr involviert war,
Aber den täglichen Support, da habe ich eigentlich dann auch nicht viel mitbekommen. Das hat das Team eigentlich sehr selbstständig auch bei uns abarbeiten können. Genau, und unser Ziel war ja auch, glaube ich, dass wir eine Grundlage eigentlich Ihnen zur Hand geben, zum Beispiel jetzt für dieses Fassadenelement, dass Sie das auch dann selber machen können, auch selber damit umgehen können. Wir haben eigentlich die Grundlage Ihnen, glaube ich, gegeben. Ist das genau, richtig? Also wir haben da die Grundlage geliefert. Wir haben auch bei anderen Themen, beispielsweise runtergehängten Decken, haben Sie frühzeitig mit uns auch Kontakt aufgenommen. Dann haben wir diskutiert, was ist eine gute Variante, was für Möglichkeiten gibt es, die zu modellieren. Aber die Entscheidung und die Umsetzung lag eigentlich dann immer bei Ihnen, weil Sie müssen es ja auch machen. Wir können da eben beraten und unsere Erfahrungen einbringen, aber umgesetzt werden muss das vom Kunden, jetzt in dem Fall halt dann von Archipel. Genau. Ja, Diogo, ich habe hier noch eine Frage. Und wie hat sich die Dateistruktur im Laufe der Planungsphasen verhalten? Also wie hat sich das entwickelt? Waren nicht am Anfang die 15, 16 Projekte da, sondern waren, nehme ich an, weniger am Anfang? Ja klar, also wir haben immer gesagt, wir haben in der Präsentation auch gesehen, im Zentrum ist immer noch ein Leitmodell, das bleibt so, auch in anderen Projekten. Was wir als Ansatz haben, ist das Leitmodell Zentrum für Geometrie und alles, was IRC-Output angeht, dann die Output-Dateien. Auch da zum Beispiel Details, wir haben mehrere tausend Details im Projekt, sagen wir immer, trennen kann man immer, zusammenführen dann eher schwieriger. Das heißt, wir hatten zuerst eine Datei für alle Details, dann haben wir gesagt, okay, Thema Abhangdecken ist jetzt zu schwer, die Datei ist nicht mehr handelbar, dann hatten wir zwei Data-Dateien, also immer auf Output, eben auf Peripherie-Dateien haben wir das weiterentwickelt. Aber die Hauptdatei ist genau gleich geblieben, ein bisschen gewachsen, aber sonst mehr für 3D-Output. Und das bleibt so. Also mit der Detaillierung ist da auch die Aufteilung dann mehr gekommen, man hat das mehr gelebt dann auch, diese Geschichten. Genau, genau. Okay. Ja gut, jetzt habt ihr eine große Erfahrung aufgebaut in den letzten 5 Jahren. Jetzt nimmt mich wunder, wurdet ihr da auch angefragt, ob ihr unterstützen könnt, ob ihr andere Büros, die ähnliche Projekte haben. Habt ihr da Anfragen bekommen? Ja, das ist so. Also wir haben tatsächlich aktuell Projekte, wo wir unterstützen, sei es in der BIM-Implementierung oder auch im Aufbau von Archicad, sind aber auch im BIM-Management und in der BIM-Gesamtkoordination tätig. Aktuell im Projekt. Und das ist auch das, was wir als Firma wollen und anbieten wollen. Unsere Erfahrung aus diesen 5 Jahren BB12 den Büros weitergeben, weil wir können wirklich sagen, wir haben vom Betrieb, von der Bestellung bis zum Betrieb Erfahrungen gemacht, was es heißt, ein BIM-Projekt zu planen. Und darum ja, ist das etwas, was wir anbieten möchten und auch aktuell schon tun. Also schon tun und auch anbieten genau. Möchte, dass man genau. Da eine Unterstützung von auch erwarten kann und dass ihr eigentlich die Leute auch so unterstützt, dass sie eigentlich das Know-how dann selber aufbauen, mit euch zum Beispiel als Beratung und dann aber auch selber dann das umsetzen können später. Genau, richtig. Ja. Okay, dass wirklich das Know-how am Endeffekt am Schluss dann bei Ihnen aufgebaut wird. Okay. Gut, und Bestellerseite, also in die dem Bereich geht ihr auch, dass ihr auch Beratungen für die Bestellerseite macht, nicht nur auf die Planerseite. Beide Bereiche. Diogo, kannst du vielleicht etwas noch dazu sagen? Ja, klar. Ja, also es ist kein Zufall, vielleicht ein Zufall doch, aber sogar gestern wurden wir angefragt von einem Kunden von uns, damit wir genau das leisten können. Also sie wollen nicht nur BIM-fähig sein als Unternehmen, sie wollen auch, dass wir die Projektleiter dort schulen, dass wir in der Thematik Bestellung und Datenstruktur weiter unterstützen können. Und das machen wir sowieso. Also was wir sowieso machen, ist, dass wir die zum Beispiel Informationsanforderungen mit unseren Bauherren zusammen entwickeln. Und da haben wir bemerkt, dass wir es doch gut können und dass wir auch auf Bauherrenseite das machen können. Und diese Zusammenarbeit hat uns dann
zu Standards, eigene Standards geführt, die wir jetzt an Bauherren auch weitergeben können, projektspezifisch, firmenspezifisch. Da sind wir dran und bis jetzt sehr zufrieden mit dem Resultat. Okay. Ja gut, dann zur nächsten Frage. Wie sind Sie mit den Varianten umgegangen? Projektvarianten. Da wir machen es so, wir hatten zum Beispiel ein Projekt Wirtshof, wir haben mittlerweile wie viele hunderte Projektänderungen und Nachträge am Laufen. Und wir machen es immer in eine separate Datei oder separate Dateien, die die gleiche Basis vom Leitmodell haben, das heißt die gleiche Dateivorlage, gleiche Eigenschaften, gleiche Struktur. Erst wenn diese Projektänderungen auf einen Reifgrad sind, die man sagt, das ist der gleiche Stand wie das Leitmodell, dann machen wir die Überführung. Da haben wir einen Prozess, das heißt, es gibt eine Sauberkeits- oder Bereinigung von dieser Paralleldatei, bevor man die Geometrie in Hauptdatei dann überführt. In Ausnahmen haben wir auch mit Umbaufilter etwas gemacht in Hauptdatei, aber Best Practice ist, kann ich sagen, ist es nicht. Also parallel, gleiche Datei, Basis, also gleiche Vorlage und dann mit einem Bereitungsprozess überführen, ist immer noch die beste Option. Und das Team kann sehr gut damit umgehen mittlerweile. Wir erkennen auch im Leitmodell, was gerade in Bearbeitung ist. Auch im IFC können wir das erkennen, weil die entsprechenden Bauteile entsprechend informiert sind. So machen wir es. Okay, gut, vielen Dank. Dann zur nächsten Frage. Funktioniert die Nachführung der Durchbrüche bei geändertem Planungsstand Haustechnik auch mit einem Knopf? Ein Knopf ist nichts wie auf dieser Welt, wie wir es wissen. Aber es funktioniert gut. Was wir sowieso machen, ist diese Durchbruchsplanung. Es ist ein Koordinationsprozess. Das heißt, erst wenn alles wirklich stabil ist, generieren wir die tatsächlichen Öffnungen im Archicad. Weil erst wenn es auf die Baustelle geht, wird es sowieso relevant, dass man die Öffnungen hat. Das heißt, wenn es Änderungen gibt und wir die Öffnungen schon haben, dann ist fast überschaubar, was wir da anzupassen haben. Und das machen wir. Wir nutzen auch Solibri, um einen Vergleich zu machen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Öffnungen generieren, arbeiten wir mit den Provision for Void oder Bedarfskörper, wie sie es nennen. Und damit kann man es auch visuell viel besser kontrollieren, Änderungen nachvollziehen. Und erst viel später machen wir die Öffnungen. Okay, gut. Christoph, wie kommt die Information Gewerk automatisch in das Etikett? Das ist die Frage. Also gute Frage, ja. Also es gibt ja diesen Bedarfskörper, dieses Provision for Void, das Diogo auch erwähnt hat. Dieses Provision for Void hat diese Information, welches Gewerk oder welche Gewerke beinhaltet sind oder durch diesen Durchbruch durchgehen. Und diese Information geben wir dann in Archicad an die Öffnung, übergeben wir die und können dann mit einem Autotext diese Öffnung etikettieren. Genau. Okay. So machen wir das eigentlich. Direkt dann automatisch, genau, nachdem die Etikette dann gefüllt wird. Mhm. Eine Frage, wie wurden die Fachmodelle in Archicad integriert, um dann für das BIMX auszugeben? Ist die Dateigröße kein Problem für Hard- und Software? Also ja, das ist bekannt, wir haben 10 Fachmodelle jetzt mittlerweile oder mehr, das wäre ein Problem, wenn wir alles im Leitmodell hätten. Wir erstellen wieder eine Output-Datei pro Geschoss und dort haben wir alle Fachmodelle aus IFC referenziert plus das Geschoss vom Architekturmodell aus dem Leitmodell. Und dann erstellen wir die BIMX-Dateien pro Geschoss. Wir haben dann 18, 20 Dateien dafür. Und dann ist auch konzentriert, ich befinde mich in dem Geschoss und öffne dann dieses BIMX von dem Geschoss, denke ich, auf der Baustelle dann. Das ist die Strukturierung eigentlich ja auch gut zum Lesen für den Anwender. Genau, also auch auf der Baustelle ist das
wird alles geschossweise aufgebaut, die ganze Bauleitung. Es gibt sogar Bauleiter für Trockenbau in den Sockelgeschoss und auch eine zweite Bauleiter für Trockenbau in den Türmgeschoss. Das ganze Ding ist so strukturiert und dann macht es sowieso Sinn, dass man es auch, dass man die Daten entsprechend liefert. Ja. Dann zur nächsten Frage. Vielen Dank für den spannenden Einblick, heißt es hier. Mich würde interessieren, wie solide die BIM-Bestellung zu Beginn war und was das Thema BIM vertraglich im Projekt verankert war, Bauherr GP oder sowie GP-Subplaner. Spannende Frage und auch sehr wichtig hier genau in diesem Kontext. Also wir haben Glück, dass also vor 5 Jahren war die BIM-Bestellung gar nicht reif auf dem Markt. Oder? Ist immer noch nicht, aber es war noch weniger reif. Unser Bauherr hat eine super Kultur von Zusammenarbeit. Das heißt, es war für allen klar, es muss ein BIM-Projekt sein. Es war nicht klar, wie genau man es spezifiziert. Und dann hat man Schritt für Schritt das aufgebaut, auch vertraglich angepasst mit dem Bauherr. Wir haben Hauptvertrag GP auch revidiert irgendwann, damit genau man immer gezielter diese Vertragsrahmen abbilden könnte. Mittlerweile arbeitet unsere Bauherr an Modell direkt, also sie prüfen Modell und geben sie frei und nicht mehr so viele 2D-Pläne zum Beispiel. Sie arbeiten mit PCF-Plattform, das ganze Ding funktioniert ziemlich gut. Auch im Bereich in BIM to FM zum Beispiel, die ganze Datenbestellung haben wir mit dem Bauherr erarbeitet. Und das machen wir auch in neue Projekte sowieso, weil egal wie viele Kataloge, Datenfelder, Kataloge auf dem Markt gibt, es braucht immer eine projektspezifische Anpassung, kundenspezifische Anforderungen, Anpassung. Das machen wir sowieso. Okay, es hat hier gerade eine Folgefrage dafür. FM, wie groß ist die Thematik FM implementiert worden? Wie weit seid ihr da gegangen mit dem FM? Also um was Implementierung ist, sind wir eigentlich fast fertig. Also wir sind jetzt dran zu schauen, dass die Unternehmer dann die finale FM-Daten liefern. Wir haben die QS-Prozesse schon definiert, wer prüft welche Daten und wann. Das im Zusammenhang mit der Thematik Abnahme, also die Lieferung von FM-Daten ist mit der Abnahme der Werkverträge auch stark gebunden. Und wir sind in diese finale Phase von Datenerfassung von den Unternehmern. Und dann die finale Phase ist Datenüberführung auf den Insel-Systeme. Der Insel hat auch eine IT-Team, sagen wir so, jetzt gerade dann sie arbeiten an einem Service Hub. Wir schauen, was noch nicht definiert ist, ist zum Beispiel, ist es Kobi? Kobi haben wir bereit. Oder ob sie mit einer REST-API auf unserer Datenbank etwas abfragen, das ist ein technischer Aspekt. Aber wir sind sehr gut und fast fertig in der Implementierung von und Datenstrukturieren von FM. Ja, du, das ist ja immer schön, den Life-Circle dann fertig zu denken und das ist ja schön zu hören, dass ihr da schon sehr weit dann auch seid. Gut, dann habe ich noch eine Frage, etwas anderes als FM. Wurde jede Wandansicht in 2D gezeichnet, damit der Gipser genau die Größe und Position der Aussparungen auf der Baustelle wusste? Hat sich das Ausschneiden der Aussparungen im Leichtbau gelohnt? Also wir haben nicht die jedes Wand gezeichnet, das nicht. Die Position geht, also wir haben die Grundrisspläne mit den Etiketten, da das ist die Basis für die Baustelle sowieso. Ich denke, der Gian Dag hat es auch in der Präsentation erläutert. Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Das Nutzen von Modellen auf der Baustelle ist vielleicht für den Unternehmer noch nicht da, wo es sein könnte, aber das muss der Unternehmer selber wissen, wie er die Mehrwerte auch zieht. Also wir versuchen immer, sie zu unterstützen in dem Bereich. Was sicher ein Mehrwert war, ist auch, wir haben 100% Sicherheit, dass es funktioniert, weil wir auch die Wände mit Öffnungen in eine Kollisionsprüfung gegen den anderen Fachgewerke schicken und dann schauen, dass es doch funktioniert, wenn es
das ist das Gleiche, wie wenn man am Schluss die als Bildmodelle hat und man sie clashen lässt. Wenn man einen Clash hat, heißt sich immer nicht. Gut, jetzt gerade eine andere Frage, und zwar, Christoph, wie groß waren die Koordinationszyklen? Ich denke, der Abstand ist da gemeint damit, oder wie? Ja, das war unterschiedlich nach Projektphase. Also man hat am Anfang hat man sicher ein bisschen enger gezyklet, und wo es dann in die Ausführung ging mit den ganzen Freigabeprozessen, waren das ein bisschen größere Abstände. Genau. Aber vielleicht, Jogo, kannst du dort noch etwas ergänzen? Ja, was ich ergänzen kann, ist nur, also das ist genau wie du sagtest, das ist einfach, weil wir eine geschossweise Koordination hatten. Es gab, wir haben die Zyklen und die Anzahl von Zyklen pro Phase an der Geschosskomplexität angepasst. Zum Beispiel die OP-Geschosse waren deutlich komplexer als andere, wie ein Pflegegeschoss. Und da haben wir mehr Zyklen, das heißt, wir hatten mehr Prüfläufe hintereinander verkettet. Aber die Abstand, das ist einfach Planung der Planung, ganz normal. Fokus ist immer dieser Musterzyklus. Also Musterzyklus maßgeben, und dann ist wie eine Bausteine für die ganze Planung der Planung. Mhm. Vielleicht noch kurz etwas zur vorherigen Frage wegen den Leichtbauwänden und den Öffnungen. Mhm. Das hat Jörg angesprochen, die Komplexität, oder, in diesem Projekt. Und das war für uns immer klar, es ist wirklich ein komplexes Projekt, mit hohen Anforderungen an Leichtbauwänden. Und das war oder ist aus unserer Sicht ein Muss, dass diese Öffnungen in diesen Wänden drin sind. Und es hat sich auch gezeigt, ja, dass es jetzt auf der Baustelle sehr wichtig ist, dass diese Öffnungen da sind und dass man die koordinieren konnte. Mhm. Genau. Vielen Dank für den Nachtrag. Jetzt noch eine Frage, geht es wieder ums FM, eine Nachfrage. Nutzt das FM ein 3D-Modell? Das müssen Sie wissen. Nein, nein, so provokant. Weißt nein. Du das? Sie haben vor, dass Sie das nutzen. Es ist wie, also CIFM-System muss es auch können, oder? Und der Intel ist immer noch am Schauen, wie genau. Es ist vorgesehen, alles ist darauf gezielt. Also wir haben CIX-Richtlinien, wir haben die Revisionsmodelle sehr, sehr genau spezifiziert, damit das machbar ist. Wie genau, also das ist so geplant, aber wie genau ist noch nicht ganz klar, wie der Insel das nutzen wird. Okay, gut, vielen Dank. Dann eine andere Frage, sind Raumpläne für mit der 3D-Arbeitsweise der Bauleitung überflüssig geworden oder wurde diesen trotzdem noch generiert? Was genau, sorry? Raumpläne. Raumpläne. Also es ist immer noch so, dass wir 2D-basiert Informationen liefern und 3D auch, es ist ein bisschen zweispürig auch noch. Alles, was wir 3D liefern, ist ein Mehrwert und eine Unterstützung, aber es wird noch viel auf 2D-Basis gebaut. Also ist eine Entwicklung, oder wie jetzt auch mit dem BIMX, war eine gute Unterstützung für die Trockenbauer oder für den Bauleiter natürlich auch. Und, genau, weil auch die Verträge, die Werkverträge, also heutzutage ist immer noch ein bisschen, also juristisch gesehen oder rechtlich gesehen, schwierig, das zu erzwingen, dass sie modellbasiert bauen zum Beispiel. Und in diesem Rahmen machen wir immer kleine Schritte, und wir versuchen einfach mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten und schauen, ob das funktioniert besser. Und dann sind sie auch abgeholt und können irgendwann auch bei anderen Projekten das anders nutzen, dann gewinnen wir alle. Also ja, lieber Schritt für Schritt und nicht alles auf einmal. Erzwingen funktioniert sowieso nicht in dieser Baubranche. Ja, jetzt eine andere Frage. Wie haben Sie definiert, was alles im Leitmodell modelliert wird? Also Output sagt, also was müssen wir in IFC haben? Ansatz generell ist alles, was wir im 1:50er Plan kommunizieren würden, aus Informationen, wollen wir im IFC haben. Und das heißt, das muss im Leitmodell, dann im Archicad auch da sein. Mhm. Detaillierungsgrad
ist nicht so relevant. Also das Thema, was Dominik angesprochen hat, diese Wellen Detaillierungsgrad. Wir haben diese zwei Darstellungsmodus genau deswegen. Das heißt, wir wollen nur so viel im IFC sehen. Es geht mehr um Informationen. Aber grundsätzlich die Aussage ist, alles, was wir in 1.50er-Plänen kommunizieren würden, und es geht nicht um die Darstellung, aber kommunizieren würden, wollen wir auch im IFC haben. Das heißt Leitmodell. Okay. Ja gut, jetzt sehe ich hier, wir sind mit den Fragen durch und vielen Dank, dass ihr da wart. War sehr spannend, euch auch zu besuchen bei euch und dass ihr auch da wart und Rede und Antwort gestanden sind. Vielen Dank. Ja, und auch Ihnen danken wir, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank euch, dass ihr da wart. Schönen Tag miteinander. Thank you.